Dann auf YouTube nochmal hallo und herzlich willkommen hier zu einem wunderschönen neuen, ja, Let's Play. Wir sind gerade im Stream. Es ist Spooktober, diesmal ohne Make-up, weil gerade quasi frisch aus dem Urlaub wieder zurück. Und bin sehr gespannt, bin null gespoilert. Wir spielen das Neue von Schillers Art, bei dem ich hoffe, dass wir vielleicht gleich nochmal in Einstellungen kommen, weil regulär haben wir die, glaube ich, auch immer hier. Es ist auf Deutsch, was mich sehr wundert. Oh, wow. Ich glaube, die Chillers Art Community ist, die funktioniert ganz gut. Die ist ziemlich groß geworden, ne? Da freue ich mich. Ich werde jetzt mal den hier machen und drücke einfach mal auf neues Spiel. Ich bin es leid, für so eine Firma zu schuften. Ich muss den Job hinschmeißen. Das ist doch nicht gesund. Einfach hinschmeißen und aufs Land ziehen. Aber dafür fehlt mir das Geld. Ah, so ein Mist. Ein Flyer? Das sieht doch gut aus. Wohnen Sie mietfrei, wenn Sie im Badehaus arbeiten? Am besten, ich kündige sofort. Dann kann ich direkt umziehen. Akimura Maina. Maina! Zimmer 203. Ich muss meine Sachen reinbringen. Hallo? Hallo? Ich glaube, ich hab Halbbäder-Chan. Okay. Und irgendwas stimmt nicht. Okay. Also erstmal Entschuldigung, ja, bevor wir jetzt überhaupt weiterspielen, wir wissen alle, was jetzt zuerst passiert. Genau, im Chat steht es einfach schon. Die Maus muss gelig sein. Die könnte noch ein bisschen, es muss so sein, die soll nicht flüssig sein, sondern wie, als würde ich durch ein großes Gelbecken schwimmen. Das Ruckeln ist am Anfang nochmal, ah, okay. Aber wir können ja trotzdem das nochmal alles ein bisschen schöner machen, ne? Wir können ja trotzdem nochmal die, ich finde die, ach, wir machen das hier so. Und hier machen wir Texturqualität 100, alles gut, Steuerung, WASD und so weiter und so fort. Drucken C, ja, wir kennen das, interagieren die Maustaste. Wir machen wie immer das Spiel ein bisschen heller. Für den Stream und für die Verarbeitung auf YouTube. Und das ist es jetzt. Oh. Den Filter können wir diesmal nicht auch. Weißt du was, den will ich auch nicht ausmachen. Sieht schon ganz toll aus. Fahndungsplakat. 300.000 Yen Belohnung. 25 Jahre alt. Ist 1,80 groß. Ich habe keine Ahnung, ob das mit der Belohnung stimmt. Er ist 1,80 groß und trägt eine Kap. Oh Gott, Zauberei. Ihr kennt das. Wir gucken erstmal ein bisschen rum. Oh. Oh nein. Nein. Ich hasse sowas. Warum passiert das in Spielen? Ich bin noch nicht ready. Ich bin noch nicht bereit. Ich will erstmal hier gucken. Bereit und breit. Nee. Ich bin schon wieder viel zu schnell. Ich laufe mit den Kartons erstes Mal. Was ist das denn hier? Hm, für die Wäsche. Okay, und hier? Gut. Lautstärke so okay. Ist die Lautstärke so okay? Boah, ich will nach Japan, ey. Ich weiß, wir können nicht nach Japan. Auch finanziell können wir einfach gerade nach Japan, aber ich will sowas mal wieder sagen. Ich war aber gerade im Urlaub, alles cool. Ja, passt so? Okay. Wird das noch laut? Bin ich eine feige Sau geworden? Hallo? 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 Okay. Ach so, ja. 203 war das, ich weiß. Aber ich will, also erstmal, Junge, du wirst da gerade gesucht. Bin das nur ich oder ist die Maus? Bin auch zu schnell. Oh Gott, ist das furchtbar bei mir. Die 70 ist aber nur die hier. Die 70 ist es. Oh mein Gott, es ist so viel besser. So. 107, okay. Also 203, ich
Oh, das mache ich nicht nochmal. Da habe ich keine guten Erfahrungen mit. Obwohl, ich mache es doch. Wieso? Und wieso ist die 204 nicht da? Hm? Weil es in Japan oft auch keine vierte Etage gibt. Und weil die Nummer 4, weil das Zimmer Nummer 4 auch immer ausgelassen wird, weil die 4 im Japanischen genauso geschrieben wird, glaube ich, wie der Tod und die Leute abergläubisch sind, fühle ich. Und deswegen denken, dass das Unglück bringt. Genau, die 4 ist da eine ganz böse Zahl. Haben wir auch gelernt, ne? Wir haben viele Sachen miteinander im Stream gelernt, aber ich glaube, das kannte ich schon aus den Videos von Abroad in Japan oder Schala. Was? Ich habe aber am 4.9. Geburtstag. Das tut mir leid. So, sehen wir vielleicht irgendwo jemanden? Haben wir wieder so einen kleinen Schreckmoment? Nein? Dann gehen wir doch mal. Oh. Der war wieder sagt, hör mal, du stinkst. Du solltest mal am Bad nehmen. Nachdem du deine Sachen hereingebracht hast. Triff mich im örtlichen Badehaus. Ich möchte was mit dir besprechen. Hier, nimm. Das ist der Schlüssel zu deiner Wohnung. Willkommen in der Stadt. Und ich sehe einfach, ich nutze immer die Stimme, die ich... Also optisch sieht er einfach so aus, als hätte er die Stimme. Ja, ja. Ja, ich bin fertig mit meiner Konversation. Hier, ich schlüssel. Ich geh jetzt mal. Ja, tschüss. Wohnung betreten? Ja. Ja, Silent Hill lässt grüßen. Okay, hatte ich denn noch? Okay, Tab-Taste. Ja, alles da. Sind sehr gemütlich tatsächlich. Die haben ja immer manchmal so Urban Mist, ne? Und irgendwie sagt mir das gerade was, aber ich gucke jetzt erstmal. So. Kein Schrank oder so hier? Okay. Rausziehen? Warte mal. Kann ich... Wie rausziehen? Hä? Was war denn da drin? Kann ich wieder abschließen? Irgendwo verlassen? Nein. Schirm mitnehmen? Nein. Hallo, kannst du wieder weg? Kannst du wieder weg? Ist ja was vielleicht rausgefallen? Okay. Komisch, dass ich das hier machen kann, aber ja, ich gehe mal ganz kurz aus der Wohnung raus. Inventar? Nee, da habe ich nur den Schlüssel tatsächlich. Und den kriege ich jetzt gerade auch hier nicht weg. Warum kriege ich den Schlüssel hier nicht weg? Habe ich gerade so einen Mini-Winnie-Bug? Also ich drehe so mit dem Mausrad dann mal irgendwie. Das kleine Klo in der Bude. Klos sind draußen. Ey. Hi. Hi. Wieder sich mal erschreckt. Okay. Ich weiß, ich soll ins Badehaus. Ja, können wir gleich machen. Aber ich dachte, es passiert noch irgendwas. Ich kriege die Schlüssel einfach nicht weg. Wie immer schauen wir uns natürlich die Gegend an. Sehr schön. Sehr schön. Ist das der Hund vom Inonaki-Tunnel?
auch übrigens auf den Channel zu finden, wenn ihr gerade auf YouTube guckt oder hier auf Twitch, eigentlich beide. Inonaki-Tunnel, auch von Schillers Art, war sehr cool, tatsächlich. Okay, ich sehe, ich kann da weitergehen. Ich krieg den einfach nicht weg. Gut, ich habe da vorne die Person gesehen. Ah, was haben wir denn hier? Da können wir was aufhängen. Gut. Ich gehe da gleich nochmal hin. Ich guck mal ganz kurz, was ist das hier? Oh, ein Automat. Diesmal geht da nicht. Ein Spielplatz. Hui. Okay, okay, okay. Ist das schon das Badehaus? Was steht da? Süßwarenladen. Und hier ist dann ein Süßwarenladen. Okay. Hier haben wir nochmal das Fahndungsplakat. Oh, guck mal da. Oh, nee, guck mal nicht. Hier ist das Badehaus. Okay. Wisst ihr was? Ich gehe erstmal zum Tempel, ja? Bevor ich hier den Progress irgendwie weitermache. Ghostwire Tokyo ein bisschen. Ja, natürlich. Auch Ghostwire Tokyo, ne? Haben wir nicht immer noch die Nebenquests, die wir machen könnten. Hab aber überlegt, ob ich die alleine mache. Ich habe auch überlegt, ob bei Hellpie würde ich, glaube ich, vielleicht sogar wirklich alleine machen. Aber bei Ghostwire Tokyo haben wir ja die Geschichte zusammen irgendwie so. Also ich weiß nicht, da sind ja viele Geschichten, so Nebengeschichten, die wir dann noch freispielen können. Da bin ich mir nicht so sicher. Weiß nicht. Wahrscheinlich darf ich beides nicht alleine weitermachen, oder? Ich weiß es nicht. So. Okay. Grob habe ich jetzt mal durchgeguckt. Dann reden wir mal mit den Herren hier. Wen haben wir denn da? Ich vermute mal, du bist die Neue. Ach, ich bin eine Frau. Wir heißen dich mit offenen Armen willkommen. Du arbeitest hart, um das Badehaus wieder zum Laufen zu bringen. Ich habe noch gar nicht angefangen. So habe ich es gehört. Ich würde das nicht tun, wenn ich du wäre. Außerdem, ich spüre eine Präsenz, die dich verfolgt. Noch etwas. Ich empfehle dringend, wirklich dringend, dass du dich hier bei meinem Tempel segnen lässt. Oh, ich lasse mich mal segnen. Du bist ein außerordentlich gehorsames Kind. Die Götter freut es, das zu hören. So. Jetzt bist du geschützt. Zumindest vorerst. Du kannst jederzeit wiederkommen. Wann immer du willst. Seltsam. Wenn du das nächste Mal vorbeikommst, musst du eine Opfergabe mitbringen. In Form von Geld. Ah. Sonst werden die Götter dich verlassen. Oh. Alles klar. You want my money. Weiß nicht, ob ich dir glaube, Kanni. Aber ich weiß, dass man hier noch weiter hoch konnte. Aber erstmal läuten wir die Glocke. Können wir auch nicht. Kann ich mit meinem Schlüssel hier irgendwas anstellen? Ich habe voll die geile Waffe. Schlüssel. Kann eine Waffe sein. Denn wie wir Frauen ja meistens wissen, es wurde uns in die Wiege gelegt. Nein, kann ein Schlüssel eine Waffe sein. Aha, ist das hier das Außenbadehaus? Das sieht mir irgendwie ein bisschen ritualisch aus. Damit kannst du Türen öffnen. Nein! Boah, oh! Steht leider nichts. Es steht nur. Ah, man kann, das ist sehr gefährlich, weil man kann da ertrinken in dem See. In den See, in dem Beckenteich. Ja, können wir auch noch Sachen aufhängen. Und hier auch. Und hier auch. Mhm. Okay, wir gehen mal ins Badehaus. Da war etwas, da war ein Spoiler im Chat, deswegen gehe ich jetzt erstmal weiter. Leute, ich werde erstmal nichts sehen. Wenn ich ganz lost bin, frage ich aber immer. Wir müssen uns nun alle gedulden. Ich habe etwas an der Brücke gelassen. Wir müssen jetzt damit leben, leider.
Erstmal Motzloom, vielen, vielen Dank, dass ich diese Experience haben darf, alles selber zu finden. Ich möchte hier Seelen eintauschen. Kann ich das nicht? Okay. Ich weiß, es triggert Leute, aber ihr müsst, da müsst ihr durch. Der Chip, der Chief sagt das auch. Das ist der Walter Weiß da unten. Ton. Okay, jetzt mal, warte mal. Jetzt, naja, ich möchte, also erstmal, okay, es steht auf beiden das gleiche drauf. Aber rot müsste, das dürft ihr mir beantworten, rot müsste Frauen sein, blau müsste Männer sein, oder? Rot war doch Frauen. Richtig? Okay, ich meine, ja klar, hätte man sich auch denken können wegen blau Mann, aber ich meine, ich hätte mir das mal so gemerkt. Gehen wir da rein. Toll. Ja, gut, dann gucke ich mich jetzt erstmal hier um. Ist das ein Massagestuhl? Oh, einen guten Tag. Oh, ist das denn nicht dieses Chillers Art? Vieh, das kleine Maskottchen. Ah, das sind wohl, das sind wahrscheinlich die, das sind wahrscheinlich die Supporter, ne? Da gehen wir gleich rein. Was? Coffee Meek. Okay. Hi. Willkommen, willkommen. Du hast den Flyer gesehen, oder? Die Miete kannst du ihr sparen. Mhm. Zumindest, solange du hier im Badehaus arbeitest. Ach ja, es gibt keine Dusche in deiner Wohnung. Ja. Also hast du wohl keine Wahl. Wenn du hier arbeitest, kannst du am Ende jeder Schicht einfach hier ein Bad nehmen. Ja, also haben wir ein Deal? Ja, habe ich denn eine Wahl? Nein! Ja, also gut. Fangen wir an. Siehst du das Board da? Bitte erledige alle Aufgaben, die dort aufgelistet sind. Wenn du noch irgendwelche Fragen hast, behalte sie für dich. Arschloch. Es ist echt nicht schwierig, in einem Badehaus zu arbeiten. Viel Glück. Ja. Ich komme Kunden. Ich habe gerade erst angefangen. Und dieser Schlüssel. Babymannschaft. Huch, mein ehemaliger Chef. Rasierer, Handtuch bezahlt. Handtuch. Hier. Rasierer, aber bitte, bitte vorm Baden, ja? So, her hier. Oh Gott. Okay. 29-jährige Frau wird seit einer Woche in vermisst bei der vermissten Person handelt es sich um eine 29-jährige alte Bewohnerin von okay Handtuch und bezahlt. Ja, Conditioner wäre bei dir auch nicht schlecht. Hier. Laut der Polizei wird sie vermisst, seitdem sie mit einer 60-jährigen Frau geredet hat, welche in der Nähe wohnt. Scheint so, als würden keine Kunden mehr kommen. Du gelehrt hast, um ein Nickerchen zu machen. Entschuldigung. Okay. Ein anonymer Geschenkgeber. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Hey. Was? Hä? Oh. Oh, was ist da drin los? Ist das hier? Ich komme sofort.
Ich muss mich hier erstmal, ich kenne das Spiel ja noch nicht. Ich muss erstmal gucken. Natürlich ist da wieder eine Tür jammed. Aha, 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 okay. Entschuldigung, Muskelmann. Hallo? Kann ich springen? Kann ich da rein? Nee. Okay, ja, wir gucken erstmal. Also erstmal, schön. Hier macht man sich ja erstmal sauber. Danach geht man ins Bad. Oh, eine Sauna. Schön. Okay, was ist denn hier los? Futter. Konntest du was finden? Ich schwöre, ich habe etwas gesehen. Dieser Ort macht mir echt Angst. Ich hau ab. Oh, lolololololol. Heizraum betreten, ja. Oh. Oh. Der Deckel ist verschlossen. Das Wasser muss erst abgelassen werden, bevor er sich öffnen lässt. Macht das Badehaus sauber. Hä? Aber das Abflussrohr fehlt. Ich glaube, ich weiß sogar, wo ich eins gesehen habe. Draußen beim Müll, oder? Okay, warte, warte, warte. Badehaus sauber und okay, alles klar. Abgeschlossen. Das ist völlig normal, ja. Das ist völlig normal, dass es das gibt. Okay, ja, das ist ja wie... Okay, warte. Badehaus sauber machen. Dafür brauche ich ja erstmal Stuff. Aber ich glaube, ich muss das doch nochmal ein Stückchen dunkler machen, weil ich sonst hier überhaupt gar nichts sehe. Was doch ein bisschen zu hell ist. Entschuldigung. Okay. Mhm. Ah, ich habe den denn da reingepackt. Weißt du was? Ist auch scheißegal. So. Ist das jetzt alles gewesen? Ich hoffe, ich habe hier jetzt nichts übersehen. Ich glaube, das ist alles. Nee, es war wohl doch nicht alles. Hä? Achso, muss ich beide... Ach, ich muss wahrscheinlich beide Badehäuser. Die Kündchen. Oh. Ein Mädchen wie du ist perfekt für die Opfergabe. Das ist das Rohr. Ja. Cool. Du aber auch. Same, same. So. Hat die da auch hingeschissen jetzt, oder was? Gucken wir mal. Mhm, mhm. Gut. Warte mal. Ich hätte nicht gedacht, dass The Bathhouse gruselig ist, aber ich finde es tatsächlich sehr, sehr gruselig. Boah, meine Nase. Oh nö, nicht schon wieder. Oh. Die Arbeit ist erledigt. Geh dich waschen. Nein. Ich werde mich ganz bestimmt nicht waschen gehen. Keiner hat mir zu sagen, wann ich mich waschen gehe. Oh, da kann man später auch noch was machen. Ich gehe mich mal waschen. So, warte mal, wir sind Frau. Wir müssen jetzt hier so. Ach nee, erstmal hier. Da. Ja. Dankeschön, vielen, vielen Dank. Schon eine andere Atmosphäre als mit dem Kaffeehaus, auf jeden Fall.
Oder? Ah. Ach, wir sind ein Geist. Ich sehe es gerade. Okay, erst so, okay, nur ein Affe und jetzt, was ist das denn? Affe kann in Japan sogar sein. Akimura Maina. Okay, das war. Oh. Ja, ich bin verwirrt. Okay, wir haben ja einen Kalender. Schön. Gut. Ein Kühlschrank haben wir jetzt. Auch sehr schön. Wir haben eine... Ich glaube, die Packung ist jetzt umgedreht. Irgendwas hat sich gerade... Okay, der Affe könnte das ja erklären. Die ist pitch-patsch, ne? Natürlich. Aber irgendwas hat sich da gerade in der Sauna getan. In der Damensauna. Und hier ist ein sehr süßes Höschen. Was ist denn dieses Rausziehen? Das Haar oder was soll das sein? Rausziehen. Bäh, ist das Schimmel oder was ist das? Was ziehe ich da andauernd raus? Oh nein. Oh. Okay. Wohnung verlassen. Mist, jetzt auf meine Nase. Aber nicht so krass, das geht schon. Der Typ mit der Kappe, der hilft mir bestimmt. Der ist bestimmt so einer, der mir voll hilft. Kayakos Haare war das. Hey, lass meine Haare in Ruhe. Nein, ich musste deine Haare rausziehen, denn jetzt ist mal gut hier. Keiner darf so schöne Haare haben. Ist verboten. Jetzt frage ich mich, soll ich mich die ganze Zeit segnen lassen? Habe ich überhaupt so viel Geld? Das war definitiv hier im RL, aber der Erik ist ja da, deswegen kann es nicht sein, hoffe ich. Hase? Okay, wartet mal. Moment. Moment, Moment, Moment. Ich bin sofort wieder da, Moment. Erik reinigt den Kamin. Und der Kamin geht hier durch, deswegen war das jetzt voll laut so. Erik reinigt gerade den Kamin. Gut, habe mich jetzt ein bisschen erschrocken. Kann man vielleicht nachvollziehen, dass ich dann doch mal lieber pause. Gut. Also, ja, Horrorspiel. Weiter geht. Oh, ich dachte, ich wollte gar nicht, ich dachte, das ist ein Zettel und der, ja, ist gar kein Zettel. Gut. Erstmal hoch hier. Boah. Was ist mit diesen Typen? Hi. Fürs Erste empfehle ich dringend, dringend, dass du zum Opferstock gehst und dein Gebet anbietest. Zum Opferstock. Ich dachte, das wärst du. Opferstock. Bist du ein Opferstock? Bist du ein Opferstock? Wir alle sind Opferstock. Warte mal ganz kurz. Das ist kein Opferstock. Das auch nicht. Da macht man sich regulär sauber. Sag mal, Junge, wo ist denn hier der Opferstock?
Sag's mir bitte nicht, ne? Ich find den Opferstock schon. Hier ist Opferstock. Nein, hier ist nicht Opferstock. Opferstock? Auch nicht? Mhm. Ich gehe mal kurz hier oben. Vielleicht ist ja hier oben der Opferstock. Mhm. Hallo, Opferstock. Ah, guck mal, jetzt können wir übrigens das hier... Nee, warte mal, das ist der Opferstock? Wir haben jetzt einen Opfersack. Das ist ein Bambus. Das sieht aber aus wie, guck mal, mit so einem... Ja, das ist ein Opferstock. Opferstock ist doch das Teil mit dem Holzgitter neben dem Priester. Aber da konnte ich gerade nichts machen. Muss ich jetzt vielleicht den... Was? Hä? Hä? Okay, also. Ich habe jetzt die, Ema. Heißen die Ema? Ritter? Ema? Ema-Dinger? Da eben. EMA? Heißen die so? Ich weiß nicht. Aber ich verstehe jetzt nicht. Du hast doch kein Geld für den Opferstock. Bitte noch nicht spoilern. Ich habe jetzt. Ich verstehe. Ist egal. Ach, hier sind die Supporter, glaube ich, bestimmt, ne? Scheiße, steht da nichts auf Englisch? Gibt es keine englischen Supporter, verdammt? Ich würde es echt gerne, ich würde es wirklich gerne, oh, ich würde es so gerne lesen. Oh, scheiße. Muss ich Melissa fragen, ob ich da was auf Japanisch dann schreiben könnte. So, hi, habe ich gemacht. Nee.